Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das schwarze Auge Drakensang. Ja, wir sind am Breiusplatz in Ferdok und müssen weiterhin die Morde aufklären. Ich habe mir aber überlegt, ich werde schauen, was es an Nebenquests gibt. Ehe wir die Hauptquests weitermachen. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen. So, schauen wir mal das Questbuch an. Morde in Ferdok. Erstattbarer Bericht. Das ist ja das, was ich jetzt machen muss. Ich könnte alles mal überzählen. Langsam kommen wir, haben wir jetzt zusammen den Mord begangen. Okay, dann müssen wir das anders vornehmen, ja. Ermittle, trifft den gemeinsamen Informanten. Wir haben eine typische Aufnahmeprüfung, haben wir auf jeden Fall leider Gottes misslungen. Ist uns misslungen. Geschlossene haben wir schon. Ja. Okay, Morden Ferdok brauchen wir dabei nicht. Der Unglücksrobbe. Finde den Handschmeichler. Ich muss wohl oder übel in die Kanalisation hinabsteigen, um den Glücksbringer des Schneiders wiederzufinden. Werden wir auf jeden Fall mal machen, liebe Leute. In die Kanalisation. Da werden wir schauen, wo die ist. Die gute Kanalisation. Da ist der Schneider Griese. Ich glaube, das ist für ihn, glaube ich. Wo ist denn die Kanalisation, Leute? Das ist ja die Frage, wo die Kanalisation ist, ne? Da schauen wir mal. Einmal auf die Karte. So. Kanalisation. So. Preisplatz Ados Anwesen zum Silberkrug, Uktan Hafen, Preios Tempel zur Grafenstadt, Uktan, dann haben wir Hafen nach Fuhrmannsheim rüber, Stadtwache zur Grafenstadt, Konto Neisbeck. Also da habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Ferdok Preiusplatz, Handwerker, Südtor, Fest. Was? Keine Ahnung, was es heißt. Festplatz. Na, Festplatz. Schätze mal, Festplatz, ja. Preios, Südtor, Handwerker, Stadtwache. Wo ist die Kanalisation? Das ist die Frage. Wo die Kanalisation ist. Ja, das ist mal die Frage. Gehen wir mal rüber nach Fuhrmannsheim. Schauen wir nochmal das Questlog an. Ich muss wohl über die Kanalisation hinabsteigen, um den Glücksbringer des Schneiders wiederzufinden. Ja. Der Kapitän und die Geheimlieferung. Ich erlange die gestohlene Lieferung. Ich habe im Hafenviertel einen alten Bekannten Ados getroffen, Lando Dilbrak. Er ist Kapitän der Talaria und hat ein Problem. Einige seiner ehemaligen Matrosen haben ihm eine wichtige Geheimlieferung für den Grafen von Ferdok stibitzt. Ich soll nun zur sanften Sau in Fuhrmannsheim und von einigen gewissen Vierfingersalm das Gestohlene zurückholen. Erlange die gestohlene Lieferung. Kapitän Dilbrak hat mich gebeten, von einem seiner ehemaligen Matrosen namens Vierfingersalm die gestohlene Geheimlieferung zurückzuholen. Mein Weg führt mich zur sanften Sau in Fuhrmannsheim. Angeblich ist er dort Stammgast. Fuhrmannsheim! Da drüben geht's nach Fuhrmannsheim. Nein, ist der Uchternhafen. Fuhrmannsheim, links runter. Fuhrmannsheim, da geht's dann links. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die diese Kanalisation ist. Das werde ich im Moment jetzt nicht machen. Weil ich einfach nicht weiß, wo die Kanalisation hier ist. Wenn es überall herumlaufen wäre super, aber ich weiß nicht, ob das im Let's Play nicht etwas zu blöd ist und zu langweilig ist, wenn ich die ganze Zeit hier herumrenne, wenn ich es nicht finden sollte. Deshalb traue ich mich ja nicht. So. Zur sanften Sau.
Fuhrmannsheim. Ich werde ihm das einfach bezahlen. Hey, du, hier geht's nicht weiter. Okay. Das Silberstück werden wir bezahlen. Jetzt habe ich ja nichts mehr, oder Leute? Ich habe 3 Silbertaler. Leute. Steigerungspunkte 103. Leute! Ja! Super! Lebensenergie 38. Astrale Energie haben wir 41. Leute! Ich glaube, Lebensenergie ist wichtig. Ich glaube bei jedem Spiel, dass Lebensenergie ja nicht wichtig ist. Ich möchte aber nichts falsch machen, Leute. Ich muss Lebensenergie skillen, Leute. Auf 39. Dann habe ich noch 8 Stück zu vergeben. Tierkunde. Ich möchte, dass ich die Tierkunde mache. Weil sie hat Tierkunde auch 2. Aber ich möchte die Tierkunde übernehmen. Schade, dass man das nicht anschauen kann, was die Tierkunde eigentlich bringt. Ich schätze mal, dass man häuten kann oder irgend sowas. Ja. 3. So, da haben wir nichts mehr zu vergeben. Kampftalente haben wir. Wurfwaffen. Ich brauche die Wurfwaffen. Eigentlich nicht. Sonderfertigkeiten. Ja. Zauber kann ich noch nicht nehmen. Rezeptbuch. Keine Rezepte. So. Wir werden auch sie skillen. Und auch auf Lebenspunkte. Dann. Ich weiß, normalerweise würde ich ihr gerne den Kurzbogen geben. Aber ich finde Nahkampf. Ist es schon. Ist sie auch sehr gut. Fingerfertigkeit hat sie 10. Gewandtheit 13. Konstitution 15. Und Körperkraft 14. 14 Körperkraft. Leute. Überreden werden wir 1 dazu machen. Sie 2 hat im Überreden. Schleichen, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, das Schleichen, glaube ich. Da im Moment noch, sagen wir mal, noch nicht, schätze ich einmal. Pflanzenkunde und Wildnisleben. Was ist da wichtig? Also Wildnisleben finde ich ja gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, Pflanzenkunde dürfte wichtiger sein, ja. Werde ich Pflanzenkunde nehmen. Änderungen übernehmen, Leute. Und wir gehen weiter. Wir haben uns ein bisschen geskillt. Wir sind, ja, Stufe 2, Leute. Stufe 2. Sehr cool. So, wir gehen nach Fuhrmannsheim. Rüber. Jishka, Jalbin, was ist das? Was sind da drüben? Tatort Elko. Das werden wir uns noch nicht ansehen, weil ich glaube, dass das nämlich eine Hauptquest ist. Und ich möchte Nebenquests jetzt machen. Wo bin ich da? Ferdok Fuhrmannsheim. Lagerhaus Wackernagel. Amboss. Leute. Fuhrmannsheim. Da bin ich ja komplett falsch, Leute. Muss ich umdrehen? Wo geht's hier rüber? Fürstentum, Kosch. Ich bin ja schon in Fuhrmannsheim, Leute. So, ich brauche die sanfte Sau. Na komm, lieber Rulana. Gehen wir hier mal hin. Hier können wir nichts plündern, auch nichts. Hier haben wir ein Holzfass. Vielleicht können wir da was nehmen. 4 Heller, Heilsaube, Schleifstein. Das finde ich alles gut. Ja, Holzfass. Immer plündern. Kommt davon, was es gibt. Sehen wir Quellwasser. Für was brauchen wir das?
Quellwasser. Ich glaube, das ist für die Heilung, ne? Schätze ich einmal. Messer. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich nehme es mal auf, weil verkaufen können wir es auf jeden Fall. Zack. Rostige Nägel, altes Brötchen. Nicht so wirklich gut. So, meine Frau im Hintergrund, werdet ihr meine Frau hören? Die schaut sich gerade ein Fußballmatch an. Zack, auch da plündern, Rostige Nägel und Mausefalle. Hey, das fährt sogar zweimal. Leute, wo ist der Gittertor verschlossen? Naja, wenn es verschlossen ist. Ich habe noch nichts zum Öffnen, oder? Verschlossen. Ich habe noch keine Ausbildung in Schlösserknacken. Ein Silbertaler, drei Heller. Zwei Heller. So, Leute. Hier können wir auch nicht rein. So, da haben wir wieder was zum Plündern. Haarnadel. Ah, das ist zum Knacken von Schlössern. Fische, Fische, Fische. Flusskarpfen, Anbarsche, Plätzen. Alles, was Schuppen hat, findet ihr hier. Städte. Tretet näher. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Holzfass. Günstig und gut ist. Acht Heller, na bitte. Taverne, sanfte Sau. Ha, da ist sie. Da ist die Taverne zur sanften Sau, Leute. Cool. Da muss irgendwo jetzt einer sein. Da schaue ich noch mal rein. Es reimt sich. Tilburg. Vierfinger Salm. Garlic. Speckstein. Krüppelreto. Da ist niemand. Da ist der Vierfinger Salm, Leute. Was ist? Du Dieb. Ihr seid ihr da. Seid der Vierfinger Salm? Wer will das wissen? Ich. Also seid ihr Salm. Ich bin im Auftrag vom Kapitän Lando Dilbrak hier. Ihr habt euch da etwas, wie soll ich sagen, ausgeliehen, was ihr wieder zurückhaben möchte. Du hast den Schnaps noch nicht zurückgebracht. Vom Goldzahn Jallik. Schnaps? Nein, Goldzahn, habe ich noch nicht. Und jetzt halt die Klappe. Also, was ist nun mit dem Eigentum des Kapitäns? Naja, wenigstens hat der alte Flusskrebs diesmal gleich einen Lakaien geschickt. Ha, da muss ich das Zeug wenigstens nicht selbst zurückschleppen. Was soll das heißen? Immer mit der Ruhe. Wenn ich das Fässchen rausrücken soll, will ich wenigstens meinen Spaß haben. Wir machen es so. Wenn du mich in einem Kartenspiel besiegst, bekommst du Dilbraks Fussel zurück. Na, bist du dabei? Oh, ich hasse Kartenspiele, Leute. Ich kenne mich doch null aus bei Kartenspielen, Leute. Wenn es denn sein muss, dann spielen wir eben euer Spiel. Für solche Spielereien ist nun wirklich keine Zeit. Gebt heraus, was ihr gestohlen habt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, wenn ich das nehme. Ja. Aber, geliehen. Wir haben es geliehen. Außerdem wird das nicht so einfach. Ohne Spiel kein Fass. Es scheint so, als müsste ich etwas nachdrücklicher fragen. Hey da, wenn du den Streit anfangen willst, fliegst du schneller aus der Sau, als du Elfenpopo sagen kannst. Aus der Sau, aus der Sau. Oh, sie ist, gib's ihm Ibrum. Ach, der Herr Goldzahn will auch mal in die frische Luft, was? Dann mach deine Vorlaubeklappe nur weiter auf. Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Willst du lieber ein paar Schwarzaugen als Gäste haben? schon gut. Da ertrage ich doch lieber deine dämliche Lache. Na, doch ein Spielchen gefällig? Oder hast du es dir mit Fex verscherzt? Essen Simon spielen wir immer ein Spiel, wir sollen spielen, wenn ihr keine Zeit gestohlen habt. Ja, spielen wir dieses blöde Spiel.
Gut, gut. Dann erkläre ich mal eben, wie das Spiel geht. Pass gut auf. Ich hasse Kartenspiele, Leute. Ich kann das ja nie. Bei diesem Kartenspiel kommt es für dich darauf an, 3 Kreuze in einer Reihe zu bekommen. Dann hättest du gewonnen. Wenn ich 3 Kreise in einer Reihe kriege, habe ich gewonnen. Wir ziehen abwechselnd. Die Karten müssen entweder in gerader oder schräger Linie liegen. Alles verstanden. Fangen wir an. So, jetzt Ruhe. Keine Mucks mehr. So, dann mal los. Ich halte die Schwätzer schon vom Hals. Fex zum Glück. So, das Spiel beginnt. Ja, da Leute. Questkapitän und der Geheimlieferung wurde aktualisiert. Ja, geht schon los. Spielkarte umdrehen. Ja. Zack, ein Kreuz. Das darf er nicht machen. Es muss ja da herlegen. Ja. Ja. Das muss er da herlegen. Und ich da. Unentschieden. Was ist? Was ist? Also. Schaut nicht so düster rein. Man kann halt nicht immer in Fexens Gunst stehen. Nun zieht ab und schöne Grüße an Kapitän Nando. Ich will noch ein Spiel. Ha, wenn du glaubst, dass du mich besiegen kannst, bitte noch ein Spiel. So, jetzt Ruhe, keine Mucks mehr, so dann mal los. Ja, Spiel beginnt. Es war ja ein Unentschieden, Leute. Eigentlich. Das ist TikTok, oder wie? Daher wieder ein Unentschieden, Leute. Das ist schon wieder ein Unentschieden. Was ist? Ja, los geht's, Leute. Ich will das Spiel gewinnen. Ich will. Dann unten anfangen. Ich kann das Spiel ja nämlich gar nicht, Leute. Das legt er daher, dann muss ich daher legen. Ja, hier. Das muss er daher legen. Ja, ist schon wieder unentschieden, Leute. Ich gewinne das Spiel nicht. Was ist? Noch ein Spiel. Leute. Fangen wir wieder in der Mitte an. Er hat da oben gelegt. Ja, was soll ich machen, Leute? Das werde ich ihm dazwischen. Da oben legen, schon wieder unentschieden, Leute. Ach, das gibt's ja nicht. Ich gewinne das Spiel nicht. Er gewinnt auch nie, aber ich gewinne auch nie. Noch ein Spiel. Ja, das ist sowas. Ja, es ist mühsam, Leute. Es ist mühsam. So, fangen wir mal da oben an. Da unten. Muss er hier legen. Ja, ist schon wieder unentschieden. Leute, ich möchte das abschließen. Ich möchte das abschließen, die Quest. Spielt ruhig vor. Es kann noch ein bisschen dauern. So, lege eine Karte. Leg doch die Karte hin. Dreh's um. Ja, schon wieder unentschieden. Gefällt.
gefällt mir nicht. Was ist? Ich will noch ein Spiel. Ich möchte diese Quest abschließen. Und wenn ich abschließen sage, dann meine ich auch abschließen. Das liegt da hier. Das liegt da und ich hab wieder da. Was ist? Kann man da überhaupt gewinnen bei den Spiel, Leute? Wisst ihr das? Die Folge ist schon zu Ende, Leute. Versteht ihr, er gewinnt doch nie, ja? Aber ich auch nicht. Was ist? Ja, Leute, das werden wir aber in der nächsten Episode weitermachen, beziehungsweise nicht weitermachen. Ich werde das Spiel schauen, dass ich das Spiel gewinne und dann werde ich einfach speichern und beim nächsten Mal weitermachen. Weil ich glaube, dass... hat hier keinen tieferen Sinn, wenn ich da jetzt die ganze Zeit hier in diesem Let's Play diese Karten da umdrehe. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt da herlege, was er macht. Ja, gar nichts. Das ist genauso wie vorher. Ja, liebe Leute, lasst mir bitte ein Like da, das wäre super. Abonnieren, Glocke nicht vergessen, wenn noch nicht hat. Und ich werde auf jeden Fall... das Spiel so lange spielen jetzt offline, bis ich es geschafft habe. Wir sehen uns dann gleich, nachdem ich es geschafft habe, wieder in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich sage Game Over und ciao.